euch kennen das vielleicht. Der Schrank wackelt und irgendwie weiß man nicht so wirklich, was man tun soll. Das Problem liegt einfach darin, dass die Stabilität fehlt. Ich zeige euch das mal. Normalerweise gibt es auf der Rückseite immer so eine Hartfaserplatte, die das Ganze stabilisiert. Die fehlt jetzt aber hier größtenteils, weil eben hier gerade unser Siphon durchhängt. Naja, was mache ich jetzt? Ich habe genau dafür eine Idee. Ich packe mir einfach hier so kleine Dreiecke rein und verschraube die innenseitig. Und dadurch ist es von außen nicht sichtbar. Und dann sollte das Ding auch nicht mehr wackeln. Dazu habe ich zwei kleine Dreiecke. Die bohre ich jetzt und verschraube sie dann. Ich habe jetzt diese Dreiecke mit Taschenlöcher ausgestattet und die sorgen jetzt für eine Stabilität, wenn wir das Ganze von innen verschrauben. Übrigens, wer diese ganzen technischen Themen, was Korpus oder Rahmenbau angeht, nochmal im Detail kennenlernen möchte, ich empfehle da ganz herzlich den Kanal Nobelhobel. Ich schaue ihn privat gerne an und finde da immer wieder Inspiration und Wissen, was man sich einfach durch simple Videos aneignen kann, so wie hier. Und das Gleiche machen wir jetzt natürlich auf der Oberseite. Moment der Wahrheit. Ich würde sagen, Mission erfüllt. Gott sei Dank. Projekt ist abgeschlossen. Ich hoffe, der Kunde ist glücklich. Bis zum nächsten Mal.